Hallo Modellbahnfreunde, herzlich willkommen zum nächsten Video oder neuen Video. Heute haben wir eine ältere Lok und zwar auch eine Rocco. Rocco? Ja, Rocco. V200. Ja, schon sehr altes Gerät. Sag ich mal, man sieht es mittlerweile abgegriffen, ja, noch analog. Der Vorbesitzer hat es mal versucht zu digitalisieren. Anscheinend hat das nicht so funktioniert. Naja, jetzt habe ich sie vor mir liegen und wird natürlich digitalisiert. Ja, als erstes müssen wir natürlich das Gehäuse hier abziehen, und das, so wie ich gesehen habe, funktioniert, indem man hier die Puffer erst abnimmt, und das heißt hier, die sind natürlich nicht vorhanden, und dann nach oben das Lokgehäuse vorsichtig abzieht. So, dann kommt natürlich hier die Platine zum Vorschein und die hier zwischen sind die Antriebe und die Kardanwellen. So wie ich jetzt hier sehe, sind auch einige Drähte locker. Ja. Das heißt, ich muss erstmal komplett auseinanderbauen und schauen, was da los ist, wo sie dran geklebt werden. Ja. Und wie man hier schon erkennen kann, ist die Platine schon, bearbeitet. Ja, also die Trennstellen liegen schon richtig, nur weiß ich nicht, warum das jetzt hier so alles vollgeschmiert ist. Gut, okay, wir werden das Beste draus machen und natürlich anschließend noch die Testfahrt machen. Aber als erstes muss das komplette Ding auseinandergebaut werden und natürlich gereinigt. Ne? Wie man sieht, hier richtig, richtig dreckig. Ja. Auch von unten sieht es nicht besser aus. Ja, die Rädchen sollten eigentlich weiß sein, sind aber schon fast schwarz. Gut. Ich habe jetzt ein bisschen rangezoomt, damit ihr besser sieht oder seht oder besser siehst, was ich hier mache. Als nächstes schraube ich natürlich hier die Platine ab, sprich die Schrauben hier oben drauf. Einmal so. Zweimal. Und dementsprechend ist die Platine locker. So, ja, hier sind natürlich auch die Kabellose. Ja, die waren mal wahrscheinlich irgendwo dran gelötet. Muss ich erstmal rausfinden, wo sie dran waren. Ne? Weil, wie gesagt, bei so gebrauchten Loks wie diese hier, ist es schwierig festzustellen, wo was dran war. Ja. So, als nächstes müssen wir diese Schraube hier lösen. Dann ist unser Motor sozusagen lose. So. Und wir drehen die da um. Und jetzt müsste der Motor sozusagen rauskommen. Yep. So. So, da haben wir das gute Stück. Ach du Scheiße. Alles rot lackiert. Ja. Sehe schon. Hier gibt es. Ja. Ich weiß nicht, ob man das in der Kamera sehen kann. Dieser Draht hier, der ist ja mördermäßig platt gedrückt. So.
Kann gut möglich, dass hier dadurch hier auch ein Kurzschluss gibt. Ja. Auch wenn es isoliert ist, weil der ist so dermaßen zusammengedrückt worden, das ist nicht normal. Gut. Wie man auch hier schön erkennen kann, auch an dem, ja, Wuchteil oder wie auch immer, Schwenkmasse, sage ich mal, ist noch Farbe dran. Das darf natürlich auch nicht passieren. Das muss runter. Sonst stört das. Gut, okay. Dann muss ich mal gucken, dass ich das jetzt löse und bin auch jetzt weitergekommen und sprich das Fahrgestell hier abgebaut. Es ist sehr einfach. Ja, man nimmt dieses Blech hier oben. Ja, man muss es ein bisschen nach oben anheben, zur Seite schieben, von beiden Seiten. Also ich wieder so und raus ist er. Ja, so. Und die beiden Nasen hier vorne, die halten nämlich das hier, ich weiß nicht, wie man das nennt, aber hier die Schnecke, damit die hier, also die Begrenzer von der Schnecke, damit die nicht auseinanderfällt. Ne? Und wenn man die rausholt, dann würde ich euch auch ganz vorsichtig zu empfehlen. Und im ganzen Stück, ne? Man sieht es. So. Und das Fahrgestell einfach hier und zusammendrücken. Da ist so ein Knob oder ein Nippel oder wie auch immer. Und den einfach zusammendrücken. Und das Fahrgestell ist draußen. So, Freunde, ich hoffe, dass die Schärfe ausreicht, dass man es hier sehen kann. Und zwar das Fahrgestell auseinanderzunehmen, müsst ihr einfach hier den Hebel ein bisschen nach hinten drücken. Nicht mit Gewalt, einfach nur leicht nach hinten. Genauso hier vorne. Und das Fahrgestell ist jetzt lose. So. Und man sieht natürlich, wo die Kabel angelötet werden. Und man sieht es auch, oh, wie viel Dreck da drin ist. Ne? Also, sie hat es wirklich nötig. Gut. Also Reinigung nötig. Ne? Man sieht es. So, Freunde, jetzt kann man hier erkennen, hier oben sind die bereits gereinigten Achsen und die Schnecke oder Antriebswelle, wie auch immer, und hier unten sieht man, wie dreckig die noch sind. So, das wird jetzt weiter bearbeitet und anschließend wieder zusammengebaut. So, jetzt folgt der Zusammenbau, sprich die Platine wieder auf das Loftgehäuse. Vorher habe ich noch die Lampen eingebaut, also wieder dahin getan, wo sie hingehören. Die werden dann anschließend angeschlossen. Hier der hauchdünne Kabel für den Motor. So, dann schauen, ob alles passt. Und wieder Schrauben dran schrauben. Die Schrauben wieder dran schrauben, wo sie hingehören. Also reinstecken, wo sie hin. Na hallo? Was los? Willst du nicht? So. Also. So. Zack, zack, zack. Eine. Und da die andere. So, die ist ja schon freiwillig rein.
So, festgeschraubt. So. So. Ne? Haust in den Kabel, einfach dran. Mal schauen, dass er ein bisschen Platz hat. Dass es nicht so eng ist, damit er ein bisschen sich bewegen kann, da wir den hier vorne dran löten, sprich an dieser Stelle hier dran. So. Fest. Fest. Jo. So, als nächstes werden die Kabel wieder dran gelötet, damit die Platine Strom bekommt, nicht die Lok, sondern Platine. Und anschließend werden wir von der Seite und von der Seite Strom nehmen für den Decoder. Und ja, eigentlich braucht man diesen grauen Kabel hier nicht. Ne? Man kann ja mit dem Kabel vom Decoder, also sprich mit dem grauen Kabel hier durchgehen auf die andere Seite zum Motor. Ja. Also dann kann man sich das hier sozusagen sparen. Ja, aber ich sag mal so, wenn man jetzt den Decoder dann, oder wenn der Decoder kaputt gehen sollte, dann muss man ja wieder alles ausbauen. So hat man sich das ja sozusagen gespart, den da dran und fertig ist die Sache. Decoder sitzt drauf, hier vorne. Wie gesagt, rot ist hier angeschlossen. Hier habe ich eine Brücke eingebaut mit Hilfe von einem Kabel. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Ja, hier so ein hauchdünner grauer Kabel. Dann hier vorne weiß, hier ist rot, da schwarz angeschlossen, hier nebenan grau. Ja, den Orangen habe ich leider hier oben drauf gelötet. Ich weiß nicht warum. Hier vorne habe ich den als erstes gehabt. Funktionierte nicht. So, gelb ist hier und das ist die Leitung vom Gleis. Die Trennstellen habt ihr ja gesehen in der Grafik. Und so sieht aus in der Realität. Ja, so, dann wollte ich mal sagen, machen wir eine Testfahrt.